Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Heute wieder mit Jonas am Start. Servus erstmal in die Runde, beziehungsweise nur an dich. Servus Manu, freut mich wieder dabei zu sein. Ja, freut mich auch, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja letzte Woche schon eine kleine Special-Folge gemacht. Only Bitcoin wird die auch wahrscheinlich dann auch heißen, wo wir im Endeffekt Fragen einerseits aus der Community, die aufgetaucht sind, und allgemein einfach mal Bitcoin ein bisschen vorstellen würden. Wir hatten letzte Woche viele Vorteile oder so mal das Grundwissen, was Bitcoin überhaupt ist, für was wird es genutzt und sowas angewiesen oder aufgewiesen oder aufgezeigt, klingt glaube ich ein bisschen besser, aufgezeigt. Und jetzt gehen wir heute noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe, auch mal vielleicht so ein bisschen negative Aspekte vorbringen, weil es gibt ja nicht nur positive Sachen, es gibt natürlich auch negative Sachen, die zumindest über Bitcoin gesagt werden. Das heißt jetzt nicht, dass es negativ bei Bitcoin ist, aber auch darüber müssen wir natürlich sprechen, fairerweise. Deswegen freut es mich wieder, einen Jonas am Start zu haben, der deutlich mehr Ahnung hat von Bitcoin oder zumindest in der Tiefe einfach deutlich mehr Ahnung hat als ich. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich direkt starten. Ich glaube, wir machen jetzt keine Einführungsrunde mehr. Das haben wir letzte Woche gemacht. Also für alle, die es letzte Woche verpasst haben, hört euch gerne die Folge an. Die ist auf Spotify, diese auf allen Podcast-Anbietern oder was weiß ich, Streamern online. Hört euch das gerne an. Und ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter. Und zwar, wir hatten viel letzte Woche, wie gesagt, über Bitcoin gesprochen. Und was für Vorteile siehst du denn gegenüber Fiat-Währungen? Also Fiat-Währungen für alle da draußen, Fiat-Währungen sind im Endeffekt Euro, US-Dollar, alles, was im Endeffekt momentan Zahlungsmittel ist. Und ja, welche Vorteile siehst du bei Bitcoin, sag ich mal, gegenüber diesen Fiat-Währungen in der jetzigen Phase? Ja, Vorteile gegenüber Fiat-Währungen. Ich sag mal, eigentlich sind es eher Unterschiede, ne? Weil Bitcoin wurde ja quasi aus dem Problem der Fiat-Währungen heraus erschaffen. Und bei Fiat ist es halt so, das verliert stark an Wert, ne? Wir haben eine hohe Inflation, die auch zentral kontrolliert ist. Und deswegen ist es auch unabhängig, also man weiß nicht, wie in 3 Jahren die Inflation ist. Das weiß man erst, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall haben wir eine sehr hohe Inflation. Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt. Das ist erstmal ein großer Unterschied und für mich auch der große Vorteil. Und was wir eben bei Bitcoin auch haben, diese Begrenzung ist eben durch die Blockhalbierung ermöglicht und das liegt eben daran, Bitcoin verteilt sich alle 4 Jahre weiter, weil eben diese Inflation sich weiter halbiert. Ne? Dadurch haben wir eine stabil fallende Inflation in der Bitcoin. Bei Fiat haben wir eine Inflation, die einfach da ist, die auch ab und zu sehr hoch ist, was man jetzt letzten Jahre gemerkt hat, vor allem nach Corona, ne? Durch die ganze Gelddruckmaschinerei während Corona. Und was wir auch ein Riesenproblem mit Fiat-Währungen einfach haben, ist, sie sind national bezogen. Das heißt, eine Fiat-Währung wird ja immer von der zentralen Partei rausgegeben. Deswegen sind immer Staaten hinter solchen Fiat-Währungen. Das heißt, du hast eine Nationalisierung. Bitcoin ist global. Bitcoin kennt keine Nationalitäten, kennt keine Hautfarben und keine Landesgrenzen. Und das ist auch ein Riesenunterschied zu Fiat. Ja, und wenn, ich meine, wir kennen das nicht. Wir kommen hier aus Europa oder wenn man auch aus USA, aus den westlichen Ländern kommen, dann kennt man das Problem nicht. Aber wenn man Menschen aus Afrika oder in ärmeren Ländern eben kennt, da ist es eben so, wenn jemand hierher kommen möchte und ein Bankkonto eröffnen möchte, dann geht es nicht. Der wird durch seine Nationalität ausgeschlossen von dem Währungssystem. Und man braucht erst einen Personalausweis und muss das Ganze vor Ort managen. Das heißt, es ist eben in vielen Ländern, die sehr weit entwickelt sind, heutzutage der Fall, wenn du aus dem Ausland in das Land kommst, dass du keine Möglichkeit hast, da Fuß zu fassen, weil du einfach aus dem Währungssystem ausgeschlossen wird. Und dieser Rassismus durch Fiat, den gibt es bei Bitcoin einfach nicht. Bitcoin hat das Ganze einfach gelöst, indem es einfach ein globales System ist. Und genau, und was wir eben bei Fiat auch sehen, wir haben ja eine Rechnereinheit, also es ist immer auf jeweilige Nationen eben bezogen. Beispielsweise ja, in Europa sind es ja mehrere Nationen, die von diesem Rechensystem Euro abhängen sozusagen. Und je nachdem, wie stark eben wir eine Inflation in dem jeweiligen, in dieser jeweiligen Land sehen oder Gemeinschaft, dementsprechend hat die Bevölkerung auch einen Wohlstandsvorteil oder Nachteil. Und das ist auch ein Riesenproblem von Fiat, weil eben Fiat oder wenn die Leute, die an der Macht sind, mit Fiat falsch wirtschaften, einfach die Leute auch verarmen vor Ort. Das sehen wir in Ländern, wo Hyperinflation ist täglich. Also ja, also es ist genau, ja nicht nur in Ländern mit Hyperinflation. Im Endeffekt haben wir das ja auch tagtäglich. Wenn wir jetzt mal, du hast es angesprochen am Anfang, die Inflationsraten, wir hatten in Deutschland teilweise, glaube ich, auch mal 10% oder über 10% Inflation gehabt. In den USA waren wir bei 8-9% zeitweise. Auch das ist ja Verarmung von der Bevölkerung, muss man ja fairerweise wirklich so sagen, weil die Leute teilweise nicht mehr verdient haben, aber dafür die Inflation
in Anführungszeichen nur um 10% gestiegen ist. Inoffiziell ist die natürlich deutlich höher. Das hat jeder im Supermarkt gemerkt, dass wir von Nudelpreisen teilweise 100, 150% gestiegen sind. Und das ist nicht nur Nudeln, das waren sehr, sehr viele Sachen, Strom, Gas und sowas. Also man muss ja nicht mal in den Hyperinflationsbereich kommen wie in Argentinien. Und da gibt es noch viel, viel mehr Beispiele, die teilweise hunderte Prozent Inflation haben. Auch Türkei, wenn wir mal so ein bisschen in Europa bleiben, jetzt nicht EU, aber Europa, auch Türkei hat immens hohe Inflationsdaten. Das ist einfach unnormal mittlerweile. Da wird einfach die Bevölkerung immer ärmer. Die reichen Leute können, wie gesagt, in andere Assets investieren, Gold, möglicherweise auch Bitcoin und andere Währungen. Aber dieses Fiat-System war schon immer, man muss ja auch da ganz, ganz weit in die Vergangenheit. Es gab noch kein Fiat-System, was funktioniert hat. Zumindest bis der Goldstandard dann aufgehoben wurde oder es an irgendwas gekoppelt war. Es hat nie in der Geschichte funktioniert bis jetzt. Ja, vor Goldstandard gab es aber so gesehen auch kein Fiat. Ja, gut, es wurden immer wieder Währungen halt erschaffen, ne? Das muss man, also Ja. so muss man es natürlich sagen, ne? Es gab immer Währungen, es hat noch nie eine Währung länger als, Paul, lass mich lügen, ich glaube 150 Jahre gehalten, Ja, Maximum. definitiv. Ja, klar. Und was man eben auch oft sieht, ist, immer wenn Länder in irgendeiner Form da Probleme bekommen, also sei es wirtschaftlich, dass sie eben diesen Hebel Gelddrucken nutzen einfach und plötzlich noch viel mehr Geld drucken und irgendwie Konjunkturprogramme erschaffen wollen. Aber die Realität ist halt, dass man im Endeffekt eine indirekte Besteuerung auf die Bevölkerung macht. Und jeder, der sich unternehmerisch ein bisschen auskennt, Steuern, das tun immer Wohlstand, Produktivität pro Kopf zerstören. Und es ist so, das sehen wir eben in Ländern, die jetzt auch sehr lange schon an der Macht sind, global gesehen, dass die eben sehr viel in Rüstung investieren. Sehen wir leider auch in Deutschland, dass wir hier sehr viel Geld, Sondervermögen tatsächlich wurde es genannt. Also es war wirklich spezielles Geld, das frisch in Umlauf gegeben wurde, also frisch gedrucktes Geld. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil wir eine indirekte Besteuerung der Bevölkerung haben. Und dadurch sinkt die Produktivität pro Kopf in dem jeweiligen Land. Und das ist etwas, das sieht leider keiner. Das ist aber was, das sich nach mehreren Jahren dann immer gleich auswirkt. Ja. Riesenproblem, ja. Ja. Kommen wir schon zur nächsten Frage. Also, wir haben jetzt gesehen, es gibt viele Vorteile gegenüber Fiat-Währungen, auch weil es im Endeffekt nicht endlos gedruckt werden kann. Es ist begrenzt auf 21 Millionen. Es ist im Code festgeschrieben. Bei Fiat-Währungen kann im Endeffekt, vor allem wenn wir mal so ein bisschen in E-Euro oder CBDCs reingehen, die jetzt dann bald kommen, da kann es per Knopfdruck gemacht werden. Da muss es ja nicht mal mehr gedruckt werden, dann ist es alles digital einfach da, ne? Also das sind alles so Dinge, das sind Vorteile, die Bitcoin im Endeffekt gegenüber Fiat-Währungen hat. Jetzt kommen wir aber mal zu so einem kleinen negativen Aspekt. Was mir jetzt persönlich, die Frage kommt ja von mir. Ist Bitcoin deiner Meinung nach noch fair? Weil, und jetzt kommt es eben, aufgrund Personen wie Michael Saylor, wir haben große Institutionen, möglicherweise bald BlackRock, die mit ihren ETF um die Ecke kommen, wo es jetzt auch schon die Fake News gab, die teilweise schon, ich glaube, Saylor mittlerweile 150.000 Bitcoin besitzt, also MicroStrategy, die Firma dahinter, die natürlich auch mit dem Grayscale Bitcoin Trust etc. und alles, was da noch alles so im Umlauf ist. Ist das noch fair? Weil ich meine, Bitcoin sollte ja für die Masse sein. Jetzt haben wir aber jemanden, der 150.000 Bitcoins hat, die ja, sag ich mal, instant auf den Markt kippen kann, ne? Ist meiner Meinung nach nicht mehr so fair, weil man dann ja im Endeffekt auch wieder den Kurs komplett manipulieren kann, ne? Weil es ja doch eine ordentliche Summe ist. 150k sind jetzt keine 10 Bitcoin, ne? Also da würde mich mal deine Meinung sehr, sehr interessieren auf jeden Fall. Ja, der Sailor, der besitzt sehr viele Bitcoins, das stimmt. Man muss jetzt aber auch immer daran denken, also ja, ich sage, Bitcoin ist trotzdem fair aus dem Grund. Der Sailor, der musste ja eine große Summe auch kaufen, regelmäßig kaufen. Wer sich damit ein bisschen beschäftigt, sieht, dass Sailor seit mehreren Jahren immer wieder mehrere Millionen in Bitcoin reinsteckt. Das heißt, der hat da wirklich Geld, das der da reingesteckt hat. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, der Sailor, der könnte ja hergehen und die 150.000 Bitcoins sofort verkaufen, der Markt, der stürzt zusammen. Die anderen haben Verlust gemacht, Marktmanipulation, Fragezeichen. Sage ich, naja, er hat ja vorher die Bitcoins gekauft, ne? Und deswegen wurde der Markt quasi durch ihn schon hochgedrückt, ne? Und wenn er jetzt rausgehen würde, dann würde den Markt nur auf ein Level halt, was vorher auch ohne ihn da war. Und ich denke mal, das ist wichtig, wenn man das Ganze jetzt auch auf größere Firmen bezieht, BlackRock und so weiter, ist es eben auch zu sehen, wenn Bitcoin sich als Geld, als globales Geld wirklich, als faires Geld durchsetzt, irgendwo global, dann ist es eben so, dass auch die 1% der Reichsten in irgendeiner Form da rein müssen, ne? Und
Ich denke mal, das Schwierige ist eben, die da auch reinzubekommen, weil wenn man sich überlegt, dass die eigentlich das aktuelle Geldmonopol kontrollieren, ne, würde ich sogar als Vorteil sehen für alle normalen Menschen, wenn die plötzlich auf Bitcoin eben einsteigen, einfach aus dem Grund. Zwar haben die einen größeren Anteil, ne, die haben Billionen an Kapital, das heißt, die können extrem viel vom Markt aufkaufen. Trotzdem ist es aber so, dass jeder Teilnehmer die gleichen Möglichkeiten hat. Das heißt, wenn BlackRock ganz viel vom Markt aufkauft, dann ist es eben so, dass der Markt für alle anderen hochgeht, ne? Und wenn BlackRock rausgeht, dann geht der Markt auch für alle anderen runter. Und ich denke, der große Unterschied ist hier einfach diesen Fiat-Gedanken wegzukriegen, zu sagen, okay, die Reichen, die werden ja immer reicher, wir leben in diesem System, wo wir eine hohe Inflation haben. Die Reichen können sich billige Kredite nehmen für eine gute Bonität, dadurch werden sie immer reicher, ne? Das ist ein Riesenproblem. Aber Fakt ist ja, Bitcoin ist für alle gleich. Das heißt, bei Bitcoin hast du nicht diese Vorteile. Bei Bitcoin haben alle die gleiche Situation. Das heißt, Bitcoin macht nicht unbedingt die Reichen ärmer oder gibt den armen Leuten das Geld von den Reichen. Bitcoin bringt nur alle in ein System, faires System rein. Und am Ende hat dann plötzlich jeder wieder die gleichen Chancen. Weil aktuell würde ich behaupten, durch Interventionismus, also dadurch, dass Unternehmen aktiv auf den Staat zugehen, also heutzutage Lobbyarbeit auch genannt, wirtschaftsökonomisch ist es eigentlich Interventionismus. Also dadurch, dass wir eben einen Staat haben, der Gesetze macht, müssen die Unternehmen, die sind gezwungen, auf den Staat zugehen und sich zum Beispiel auch Zuschüsse zu holen. Wenn sie das nicht machen, dann bekommen sie Probleme. Und diese ganzen Probleme, diese zentralen Probleme, wo nur reiche Menschen haben, die würde man bei Bitcoin nicht haben, wenn alle da reingehen würden. Es ist aber nicht so, dass irgendwie die Reichen plötzlich ihr Geld auf alle anderen verteilen, ne? Also, weil das wäre eigentlich in meinen Augen sogar unfair, ne? Deswegen die Frage, ist Bitcoin fair? Wenn jetzt alle Reichen einsteigen und die aber ihr Kapital auf alle anderen aufteilen müssten, dann wäre es ja eigentlich nicht fair, ne? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Egal wie viel Geld du hast, auch wenn du viel hast, auch wenn du wenig hast, Bitcoin hat für alle die gleiche Möglichkeiten, egal ob Hautfarbe, egal ob Geld, egal was für eine Lebenssituation. Und am Ende sind alle in einem fairen System und haben plötzlich die Möglichkeit, auch eigenes Kapital besser aufzubauen. Ja, ich glaube, das Faire muss man ein bisschen näher erklären. Vielleicht ist es fairer einfach, dass wir diesen Inflationsdruck dahinter nicht mehr haben. Dass im Endeffekt das Geld gedruckt werden kann, wie du sagst, durch teilweise Lobbyarbeit, was da betrieben wird, um Investitionen. Das ist ja auch so ein Sinn einfach von Bitcoin, dass man ein bisschen mal mehr nachdenkt und nicht mehr in diesen, kann man dazu Kapitalismus sagen? Dass man jetzt sagt, okay, man will immer mehr und immer das Neueste haben. Naja, also Ist eigentlich eine ist es ja schon Nebenwirkung ein, vielleicht davon, ist, ne? wir haben ja schon einen Kapitalismus, ne? Also Kapitalismus ist ja prinzipiell, wir haben Privateigentum, also Menschen können Privateigentum besitzen und auch Eigentum an Produktionsmitteln, ne? In jedem kommunistischen Land, da wird das Eigentum an Produktionsmitteln verstaatlicht. Und es ist aber so, durch diese zentrale Machtposition, das heißt, umso mehr Macht quasi ein Staat über ein Land hat, auch wenn das kapitalistisch ist, dann müssen ja die Unternehmen, die Großkonzerne müssen zwangsläufig sich mit der Politik in Verbindung setzen, an einen Tisch setzen. Und jetzt kommt das Entscheidende zu tragen. Eigentlich sind wir in einem Kapitalismus, aber umso stärker die Politik und Großkonzerne verschmelzen, umso stärker haben wir wieder eine Form von Sozialismus, ne? Und die Frage ist ja dann irgendwann, wenn wir auch Unternehmen haben, die pleite sind und gerettet werden, ist ja eigentlich die große Frage, ist das Eigentum der Produktionsmittel wirklich in den Privathänden? Oder wenn die Unternehmen schon gerettet werden, haben wir dann vielleicht sogar schon einen Scheinsozialismus, Kommunismus, ne? Deswegen die Frage ist immer, wo man uns da einpendelt. Fakt ist, auch durch die Inflationsausweitung, also umso mehr staatliches Geld in Umlauf gebracht wird, umso mehr Einfluss kann der Staat auf bestimmte Wirtschaftszweige nehmen, umso zentraler wird das System. Das ist, also, ich sage mal, wir pendeln dazwischen irgendwo, ne? Die Frage ist halt immer, was passiert in Zukunft? Passiert es wirklich, dass wir wieder mehr Unternehmen haben, die auf den Staat zugehen? Und wer mal in Brüssel war, da wo die EU ihren Sitz hat, das sind im Endeffekt überall Großkonzerne. Also, das sind einfach überall nur Großkonzerne verteilt, ne? Weil die Was? müssen mit der Niemals. Politik zusammenarbeiten. Es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Das heißt, ja, ich meine, klar haben wir ein Kapitalismus, ein freies System und so, eine Demokratie, aber die Frage ist halt, ist es nur so ein Schein? Ne? Ist es nicht so, dass wir eigentlich interventionistisch die Großkonzerne müssen, auf den Staat zu gehen, um eben Subventionen zu bekommen? Und da hast du eben, ja, es geht sehr stark in Richtung Sozialismus. Ja. Ja, mein Hintergedanke war einfach so, dass im Endeffekt
man kann sich nicht einfach jetzt neues Geld drucken. Das war eigentlich so der Hintergedanke, dass man sagt, okay, wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo jeder das Neueste will. Jeder will immer, immer mehr. Natürlich muss dann auch wieder mehr produziert werden. Es muss vielleicht dann auch mehr Geld in den Umlauf wiederum kommen und sowas. Und sowas begrenzt dann halt auch Bitcoin. Es gibt nur begrenzte Mittel. Es gibt nur diese 21 Millionen. Wir können jetzt nicht einfach nochmal 21 Millionen Bitcoin erschaffen, nur damit du dir jetzt in Dubai einen Burj Khalifa kaufen kannst. Ne? So in dem Sinne. Das habe ich einfach gemeint, dass vielleicht auch so ein positiver Aspekt sein könnte, dass die Leute mal ein bisschen mehr drüber wieder nachdenken. Hey, ich habe jetzt diesen Monat eben nur diese beispielsweise 0,1 BTC. Mehr kann ich nicht ausgeben, weil es diese Form von Kredit möglicherweise nicht gibt, dass die Leute einfach ein bisschen sparsamer leben, damit wir weg von diesem Materialismus kommen. Also immer, immer das Neueste wollen, immer mehr wollen und sowas. Ist vielleicht auch so ein positiver Nebenaspekt, den viele aber, glaube ich, nicht akzeptieren würden, weil man einfach mittlerweile so tief in diesem System drin steckt, ne? Also ist auch so meiner Meinung nach so ein bisschen ein Faktor. Ja, absolut. Und ich sag mal, auch wenn wirklich wir eine Art Bitcoin-Standard haben, es ist ja nicht so, als ob wir keine Kredite haben, ne? Also wenn jetzt jemand sich Geld von jemand anderem leihen möchte, der das Geld hat, dann Ja, funktioniert das. Aber das ist, denke ich, natürlich. der entscheidende Punkt. Er hat das Geld nachweislich, weil bei Bitcoin gibt es diese 21 Millionen nur. Das heißt, wenn du dir wirklich Bitcoins von jemandem leihst, dann gibt es die Bitcoins wirklich auch, ne? Und wenn du eben auf eine Bank gehst, dann ist es, sobald du die Unterschrift und dann Kredit setzt, wird das Geld frisch gedruckt, ne? Und was man da eben, was ich auch sehr interessant sehe, ist eben, dass auch, wo ist denn eigentlich der Zins in so einer Situation? Das heißt, aktuell haben wir Niedrigzinsen, also wir haben sehr niedrige Zinsen, wobei die jetzt seit ein, Naja. 2 Jahren wieder hochgehen. Ne, das Ja. schweigt jetzt gerade, aber wenn man die letzten 15 Jahre betrachtet, hatten wir eigentlich ein Ja. Niedrigzinsumfeld. Und eigentlich ist es so, dass sich aktuell die Zinsen in ein normales Niveau bewegen. Ne? Also, weil wenn man sich jetzt überlegt, ein normales Unternehmen, das macht meinetwegen 7, 8, vielleicht 10% im Jahr, hat es Produktivität. Das heißt, wenn du jetzt auf einen Unternehmer zugehen würdest und sagen würdest, kannst du mir Geld leihen, dann sagt er, ja, aber nur über meiner Profitmarge, ne? Weil dann macht er wieder mehr Gewinn. Ne? Also dann würde er eben, wenn er jetzt bei 8% ist, wo er Produktivität im Jahr hat, dann bietet er den Kredit hier für 10% an und macht eben noch 2% obendrauf, ne, an das Kapital, das er aus seiner Firma rauszieht und jemand anderen gibt. Das heißt, wir werden definitiv dahin kommen, wenn wir wieder ein normaleres System haben, das eben nicht so durch staatliche Gelddruckmaschinen beeinflusst wird, ist es auch so, dass die Zinsen in einem natürlicheren Umfeld sind und die dann eher der Produktivität der Unternehmen angepasst sind. Wenn wir Unternehmen haben, die super laufen, dann wirst du da auch einen super Kredit kriegen. Die Frage ist aber, ob andere Leute das dann nicht auch schon genutzt haben. Und dann haben die auch wieder Kreditgewinne, wo auch wieder deren Zinssatz steigt am Ende. Ja, also, aber ich denke mal, da werden wir, also wenn wir wirklich wieder in ein natürlicheres System übergehen, dann haben wir auf jeden Fall auch einen höheren Zinssatz, einfach weil es eben die natürliche Produktivität angepasst ist und nicht von einer zentralen Institution auskommt und dadurch die komplette Wirtschaft verzerrt. Ja. Ja. Okay. Dann war es doch etwas ausführlicher, hätte ich auch nicht gedacht. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, wie siehst du die Adaption der Länder? Ich meine, wir hatten jetzt mit El Salvador, war vorletztes Jahr das erste Land, wo Bitcoin als Zahlungsmittel ja adaptiert hat im Endeffekt, ne? Also das wirklich akzeptiert hat. Man kann jetzt da einkaufen, man kann alles machen. Siehst du da noch mehr Länder kommen oder meinst du, man schaut jetzt erstmal so ein bisschen auf El Salvador? Es wird ja teilweise sehr negativ geredet, aber es gibt trotzdem Firmen, die da hingehen, so aber ein bisschen so unter Radar einfach, dass es nicht so öffentlich gemacht wird, aber es gibt immer wieder Zeitungsberichte, hey, die Firma geht jetzt nach El Salvador und sowas. Siehst du da noch andere Länder folgen? Falls ja, größere Länder oder ärmere Länder? Also wenn dann ärmere Länder auf jeden Fall trotzdem, also ich sehe auf jeden Fall kein Land aktuell im Folgen, weil man ist einfach nicht an der Materie dran. Man müsste wirklich in dem Land vor Ort sein und da einfach schauen, was die Politik wirklich macht. Aber Fakt ist, ich meine, das mit El Salvador, das war ein einschneidendes Ereignis für die komplette Bitcoin-Community. Es ist aber auch so, dass das ja ein langer Weg ist. Das heißt, Bitcoin adoptiert nicht über eine zentrale Stelle. Bitcoin adaptiert dezentral. Bitcoin adaptiert über die Nutzer. Ne? Das heißt, es entscheidet eigentlich kein Land letztendlich, wie viel Neunutzer bei Bitcoin dazukommen. Das entscheiden immer die Nutzer, die eben andere Nutzer wieder dazu motivieren. Ne? Und deswegen würde ich sagen, ja, eher nicht, dass wir so schnell nochmal eine Adoption sehen. Eher dann, wenn wir in einen neuen Hype reingehen, nach dem nächsten Bitcoin-Halving eventuell, dann wird es bestimmt Länder gehen, die das versuchen für sich zu nutzen. Trotzdem ist es eben auch so, wir haben jetzt die BRICS. Die BRICS versuchen ja auch aktuell eine rohstoffgedeckte Währung in irgendeiner Form im Hintergrund aufzubauen, neben dem US-Dollar, um einfach ein faires System darzustellen, das eben auch gedeckt ist.
Und da sehen wir auf jeden Fall Entwicklungen hin, wo, wenn man jetzt sagt, okay, Bitcoin könnte bei BRICS mit reingenommen werden, eher nicht, weil Bitcoin tatsächlich noch ein zu kleiner Markt ist. Bitcoin hat einfach zu geringe Marktkapitalisierung. Wenn die da mehrere Billionen reinpacken möchten, dann geht es eben einfach nicht. Genau, und deswegen würde ich sagen, Bitcoin ist aktuell noch zu klein, dass wirklich ganz viele Länder von heute auf morgen das Ganze adaptieren würden. Trotzdem sehen wir eben weltweit ganz viele Bewegungen in Richtung alternativen Geld. Und dadurch, dass Bitcoin alle 4 Jahre immer größer wird, weil es sich immer weiter verteilt, ist es eben schon so, dass wir wahrscheinlich alle 4 Jahre, wenn dann alle 4 Jahre so einen Zyklus sehen, wo wirklich neue Länder auch dazukommen. Ja, und die ganz großen Länder, die fokussieren sich ganz klar auf ihre Vormachtstellung. Auch der Inflation gestützten Vormachtstellung, das ist ja den ihr Hebel, wo sie wirklich die Macht behalten. Und da gibt es dann eine Entwicklung hin, CBDC, also Central Bank Digital Currency, dass man hier wirklich eine digitale Zentralbankwährung hat, ja, die im Endeffekt von den Ländern ausgegeben werden. Unterm Strich ist unsere Währung Euro schon digital. Das wäre dann aber eine ultimative Lösung, dass es beispielsweise auch gar kein Bargeld mehr gibt, ne? Und die dann eben Inflation erzeugen können, wie sie möchten. Also da hast du wirklich gar keinen Einfluss mehr darauf. Deswegen, ja, ich würde sagen, eher erstmal nicht. Aber wenn wir wieder so einen Vierjahreszyklus haben, dann ist schon sehr wahrscheinlich. Trotzdem weiß man halt nicht, wenn jetzt auch die BRICS eine eigene rohstoffgedeckte Währung launchen würden, ob nicht diese ärmeren Länder sich dem auch anschließen. Ne? Man sieht es ja gerade, dass da sehr viele Länder, also BRICS, wer das nicht kennt, das sind Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. genau Südafrika, also verschiedene Länder überall auf der Welt, die auch relativ wirtschaftlich ja, zwar unterschiedlich sind, aber zusammen relativ stark sind, global gesehen. Und auch mehr als 50% der Weltbevölkerung vereinen, muss man auch dazu sagen. Oh Und ja. die versuchen eben gerade den US-Dollar ein bisschen mit einer eigenen Währung auszutricksen, ne, im Hintergrund. Man weiß da noch nicht so viel. Wie gesagt, in Europa bekommt man da auch nicht so krass viel mit. Wir haben immer wieder News bei uns auf der Website, da gerne mal schauen. Da werden die nächsten Tage auch nochmal ein paar News kommen, weil es da auch wieder Neuigkeiten gab. Aber ansonsten ist es so, dass die sich eher auf diese CBDC eben fokussieren, die reichen die westlichen Länder eben Inflation, gedeckte digitale Währung, die anderen großen Länder, die fokussieren sich auf oder versuchen eine eigene Währung aufzubauen, die unabhängig ist, und die ganzen kleinen Länder, ich glaube, die können sich aktuell noch nicht entscheiden, welchen Weg sie am Ende einschlagen, ne? Und Also deswegen, ich es glaube, gibt die ja schon immer mal so News auch mit Panama, also so kleine Länder einfach, die dann jetzt auch Bitcoin schon mal akzeptieren, zumindest dies in Anführungszeichen auch mal legalisieren. Das war ja auch so ein großer Punkt, dass es Grauzone ist, Kryptowährungen, das wird jetzt alles immer mehr reguliert, was ich auch teilweise gut finde, dass da auch Firmen dann vielleicht auch mal zur Rechenschaft gezogen werden, die im Endeffekt Schmuder mittreiben, sowas wie FTX und sowas, ne? Auch wenn es nicht nur Bitcoin war. Aber es ist ein wichtiger Schritt zur Massenadaption. Auch wenn man immer sagt, gut, es ist dezentral, ja, natürlich, aber es muss, solange wir solche Regierungen haben, und die wird es wahrscheinlich auch immer geben, muss es natürlich auch irgendwie ja, Gesetze darüber geben, ne? Das ist absolut klar. Und da hat sich jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Aber ich glaube auch, wie du, dass vor allem die kleineren Länder einen Vorreiter machen, weil ich glaube jetzt nicht, dass eine USA von heute auf morgen das einführen würde, macht keinen Sinn. Die sind in Anführungszeichen Weltmarktführer oder Weltmachtführer, kann man genauso sagen, mit ihrem US-Dollar, die führen die Leitwährung. Und dass da jetzt eine USA kommt und sagt, jo, wir nehmen jetzt hier Bitcoin, könnt ihr vergessen, Leute. Aber es geht hier einfach darum, umso mehr Akzeptanz, dann wird ein Land nach dem anderen draufspringen. El Salvador ist in Anführungszeichen ein cooles Projekt. Da läuft es auch, da wird auch noch viel, viel mehr gemacht. Und das ist im Endeffekt eine gute Probe, ein Probeland. Ich meine, die hatten nichts zu verlieren, die hatten auch extrem hohe Inflationsdaten. In solchen Ländern wird es dann wahrscheinlich auch die Nachfolger geben, weil im Endeffekt solche Länder haben nichts zu verlieren. Wenn du 150, 200% Inflation hast, ja, dann kannst du auch Bitcoin im Endeffekt noch einführen. Vielleicht dämmt es das ein oder vielleicht macht es wirklich besser. Und dann kommt vielleicht auch andere Länder auf den Trichter. Ne? Deswegen war El Salvador gut, dass sie es gemacht haben. Die Frage ist, welches Land wird als nächstes? Aber das kann keiner so beantworten, was da so im Hintergrund im Endeffekt alles abläuft. Gut, dann nächste Frage. Ist, glaube ich, eine coole Frage für dich. Hat Bitcoin Konkurrenz, Altcoins etc.? Siehst du da irgendwas Konkurrenzmäßiges kommen oder sagst du ganz klar, Bitcoin ist was Eigenes, der Rest interessiert mich nicht? ja, würde ich schon sagen. Ne, also Bitcoin hat auf jeden Fall Konkurrenz, Altcoins, aber es ist keine ernstzunehmende Konkurrenz in meinen Augen. Da ist es schwierig, glaube ich, den Punkt ist zu verstehen, auch wenn man sich die Masse an Kryptonutzern heutzutage anschaut. Die meisten Leute sind ja nach 2018 eher so Richtung 2020 in den Markt gekommen.
So, jetzt war es eben so, dass wir 2000, ich glaube 2016 ist Ethereum auf den Markt gekommen. Auf jeden Fall die absolute Hype-Phase von Ethereum war 2017, als ich dann auch in den Markt reingekommen bin. Ganz am Anfang gab es nicht mal 1000 Coins weltweit. Es gab da eigentlich nur ein paar hundert. Ende von 2017 hatten wir dann schon 5000. Jetzt, ich habe letztes Mal wieder geschaut, steht da irgendwas mit 1 Million. Ne? Also Nee, bei also einem wir haben Million. 22 bis 25.000. Ja, die auf CoinMarketCap gelistet sind. Ja, Aber also ja. insgesamt sind es bestimmt Es noch gibt ganz viel deutlich mehr, Mist ne? auf jeden Weil, Fall. ja, auf jeden Fall, Fakt ist, genau, wir haben extrem viele Altcoins und das Interessante an dieser Entwicklung ist, wo kommen die ganzen Altcoins eigentlich? Und die sind eigentlich eben durch Ethereum entstanden. Das heißt, Ethereum war das erste Projekt, wo du auch eigene Token erstellen kannst und dadurch wurde 2017, 18 der Markt geschwemmt. So, warum gehe ich da jetzt drauf ein? Weil die meisten Leute erst danach in den Markt gekommen sind. Das heißt, davor war es so, das Allgemeinverständnis, dass eben ein dezentrales Projekt immer wichtig ist, dass es eine hohe Rechenleistung hat. Dezentral ist eben abhängig von der Rechenleistung. Nur wenn die hoch ist, hat man auch ein Vertrauen. Und deswegen gab es auch ganz am Anfang tatsächlich immer wieder Projekte vor 2017, die auch versucht haben, wo es hieß, ey, die Bitcoin-Entwickler bekommen zu wenig Geld. Ne? Das ist ja alles ehrenamtlich, was die machen. Die Bitcoin-Entwickler bekommen zu wenig Geld. Dann haben die ein System eingeführt, eine Kryptowährung, die eine hohe Inflation aufweist und die kennt man leider heutzutage gar nicht mehr, weil die eben gescheitert ist an dieser großen Inflation. Das heißt, Bitcoin an sich funktioniert, weil es eben eine gewisse Inflation hat, die eben auch sinkt, die nicht zu hoch angesetzt ist. Und dieses Allgemeinverständnis, was die Leute heutzutage haben, wenn sie in den Markt kommen, die sehen irgendwo einen Markt, einen Werbebanner und sehen Kryptowährung XYZ, steigen da rein und denken sich, ey, das ist Krypto. Dann kaufen die das Ganze und nach einem halben Jahr merken, denken die, hey, das Projekt gibt es gar nicht mehr. Es hat einen Exit-Scam gemacht und am Ende schieben sie dann einen Hass auf Krypto. Es hat aber nichts mit Kryptowährung zu tun eigentlich. Ne? Eigentlich ist es ein dezentrales, unabhängiges System. Und deswegen, wenn wir uns jetzt eben ja, deswegen gab es auch da tatsächlich eine richtige Debatte, die heißt Block Size Wars, also die Blockgrößenkriege, die ist 2017, 2018 abgehalten worden. Wir hatten nämlich Bitcoin-Entwickler, sehr viele, die eben an Bitcoin rumexperimentiert haben und die haben gemeint, wir müssen Bitcoin verändern, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, meistens eine Person oder meistens zwei, drei Leute haben gesagt, wir wollen eine Änderung an Bitcoin herbeiführen, weil Bitcoin ist nicht gut, so wie es aktuell ist. Der Effekt war, dass sie dadurch quasi einen neuen Bitcoin erschaffen haben. Da hatten wir quasi eine Kopie von Bitcoin, da gab es zum Beispiel Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshis Version. Es gab sehr viele verschiedene Bitcoin-Versionen, die quasi alle von Bitcoin-Entwicklern erschaffen wurden. Und jetzt, knappe 5, 6 Jahre später, sehen wir, dass keine dieser Bitcoin-Kopien in irgendeiner Form Bitcoin eingeholt hat. Und daran erkennen wir, dass du ein dezentrales System nicht kopieren kannst. Du kannst nicht sagen, ey, ich habe jetzt einen Altcoin XYZ, der ist besser als Bitcoin. Weil dann müsste er eigentlich dezentraler sein. Das ist dieser Fokus, den wir in diesem Markt haben. Und es gibt nachweislich, hatten wir ja auch in der letzten Folge ausgeführt, es gibt aktuell kein Projekt, das eine größere Rechenleistung hat als Bitcoin. Bitcoin ist am weitesten verbreitet. Bitcoin hat die größte Marktkapitalisierung, kann jeder nachprüfen. Und deswegen gibt es auch aktuell, sind eigentlich alle anderen Projekte, weil sie weniger dezentral sind, eher zentral gesteuert. Und deswegen kann man denen eigentlich auch nicht vertrauen. Das heißt, das ultimative Vertrauen ist eigentlich Bitcoin. Und das große Fazit, das man aus diesen Block Size Wars ziehen kann, ist eben, dass warum braucht man ein zweites dezentrales Projekt? Warum, wenn man eine Lösung gefunden hat für dieses dezentrale, dieses Vertrauensproblem der Zentralbanken, ne, dieses Inflationsproblem, warum braucht man dann überhaupt Altcoins? Warum braucht man eine zweite Kryptowährung? Und aus dieser Argumentation heraus haben dann viele Bitcoin-Entwickler gesagt, okay, Altcoins braucht man im Endeffekt nicht, das waren die Block Size Wars, weil sie nicht so dezentral sind. Jetzt, ein paar Jahre später, sieht man eben, dass Bitcoin immer noch das größte Projekt ist und eigentlich die Argumentation sich auch so fortgesetzt hat. Trotzdem ist es eben so, ich sage, falls irgendwann mal was kommt, das eine höhere Sicherheit aufweist, ein besseres Vertrauen, mehr Nutzer, höhere Marktkapitalisierung, dann ist es dezentraler und dann ist es eigentlich auch der bessere Bitcoin. Aber aktuell ist es nicht der Fall. Und Ja, deswegen sehe ich bei Altcoins in keinem Fall Konkurrenz für ich Bitcoin, ja. glaube, das Ding ist immer, was man ja auch immer sagt, zum Beispiel, ja, Bitcoin ist nicht massentauglich, zum Beispiel, deswegen gibt es ein XRP. Bitcoin ist zu teuer, deswegen gibt es XRP oder was weiß ich was. Das ist eigentlich immer so der Hauptgrund, wo viel immer Vergleiche oder sowas ziehen. Ja, deswegen nimmt man das und das, aber das hat halt nichts mehr mit Dezentralität zu tun. Guck dir XRP an. Sorry jetzt für alle XRP-Freunde draußen, für mich ist das Ding überhaupt nicht so richtig dezentral, ne? Das widerspricht sich halt dann komplett. Natürlich sind vielleicht die Transaktionen billiger oder sowas. Aber das Ding ist, brauche ich dann im Endeffekt eine Kryptowährung wiederum da drauf, ne? Das sind alle so Dinger, da versucht sich ja jeder Altcoin im Endeffekt zu
zu überbieten damit, auch mit Smart Contracts, wie viele Projekte Smart Contracts rausbringen wollten oder wollen. Ne, gibt es ja auch Hunderttausende. Gibt es jetzt auch im Endeffekt dieses BitVM, ich weiß nicht, ob du dich damit schon auseinandergesetzt hast, dass jetzt auch auf Bitcoin Smart Contracts im Endeffekt kommen sollen. Ja, man sieht, man kann auf Bitcoin auch im Endeffekt, wenn es gewünscht ist, alles machen. Die Frage ist, wird es genutzt? Braucht die Menschheit das wirklich? Ne? Es gibt so viele Projekte, die Smart Contracts machen, die billigere Transaktionen machen, die noch schnellere Rechenleistung haben. Braucht man das? Hat das was mit Dezentralität zu tun, wenn im Endeffekt Leute im Hintergrund sind, die ganze Zeit, ja, im Endeffekt Schmuder mittreiben, die Blockchain absetzen oder sonst was? Ne? Das sind alles so Fragen, die sollte man sich auch mal so im Hintergrund stellen. Und da kommt einfach momentan, zumindest wie du auch sagst, an Bitcoin nichts ran. Und das ist im Endeffekt auch der große Vorteil gegenüber Altcoins. Genau, natürlich kommen jetzt viele her und sagen, mit Altcoins kannst du viel mehr X machen. Ja, ja das natürlich. Stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt auch groß, dass der Altcoin in 3 nicht mehr existiert. Ne? Man hat Ja. diesen 4-Jahres-Zyklus beim Bitcoin und das Schwierige ist halt, dadurch, dass wir eine Verknappung beim Bitcoin haben, steigt normalerweise der Preis. Jeder kann es im Chart nachschauen, das ist eigentlich damit verbunden. Und jetzt ist eigentlich die große Frage, schafft es der Altcoin auch? Schafft der Altcoin auch, im Verhältnis zum Bitcoin anzusteigen? Und wenn er es nicht schafft, hat er eigentlich verloren gegen Bitcoin. Ne? Und da gibt es dann eine Handvoll Altcoins, die wirklich schaffen, über mehrere Jahre hinweg, sich dann auch im Bullenmarkt vor Bitcoin durchzusetzen. Aber da ist dann auch immer die Frage, was ist die Ursache? Beispiel Dogecoin. Dogecoin hat auch deutlich mehr X gemacht als Bitcoin. Trotzdem ist Dogecoin, es ist ja wirklich ein Spaßnetzwerk. Es geht ja um Ja. Spaß, es geht ja nicht darum, irgendwie, also das ist der Fakt dahinter. Und es wurde halt einfach gehypt von Elon Musk und deswegen sind da viele Leute rein. Aber es hat halt eben nichts mit dezentral zu tun. Wir haben eine zentrale Partei, die diese ganzen Leute da reingeschubst hat, aber wir brauchen ja eigentlich ein dezentrales System. Und das ist auch die Idee hinter Bitcoin, ne? Die ursprüngliche Idee vom Goldstandard, der aufgelöst wurde, hin zu einem System, das unabhängig ist. Und das stellt Bitcoin dar. Und das hat bis heute eben kein Altcoin geschafft. Ne? Ja, gut beantwortet auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir schon zur vorletzten Frage und die ist für alle ja, Klimaaktivisten da draußen, die auch in Bitcoin investieren wollen, die aber im Endeffekt immer noch große Sorgen haben, dass Bitcoin im Endeffekt den Planeten noch weiter aufheizt durch die ganzen Mining-Geräte. Ist Bitcoin umweltschädlich, deiner Meinung nach? Oder gibt es da wenigstens positive Anreize? Ich meine, die Frage habe ich bewusst gestellt, einerseits, weil es momentan ein sehr, sehr aggressives Thema ist, Klimaschutz etc. pp. Vor 2 Jahren, als Elon Musk gesagt hat, okay, er nimmt jetzt Bitcoin als Zahlungsmittel wieder bei Tesla raus, hieß es auch, okay, Umweltverträglichkeit, naja, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Auf jeden Fall zu viel umweltschädliche Energie, die da im Endeffekt reingesteckt wird, wie Kohle, Strom etc. Mittlerweile wissen wir, Bitcoin hat eine gewisse Grenze überschritten. Also Elon Musk wollte es dann eigentlich wieder als Zahlungsmittel einführen. Aber ist es deiner Meinung nach umweltschädlich oder siehst du da vielleicht sogar Vorteile aus eben einerseits dem Stromverbrauch? Gut ist, ob das jetzt positiv ist, sei mal dahingestellt. Aber siehst du da irgendwelche Vorteile auch aus oder ist generell Bitcoin umweltschädlich deiner Meinung nach? Bitcoin hat natürlich einen Einfluss auf die Umwelt, sage ich mal, auch am Anfang, ich sage mal eher nicht so umweltfreundlich, aber ich erkläre jetzt das gleich, weshalb es eigentlich immer umweltfreundlicher wird und warum Bitcoin sogar eine Lösung darstellt, die global unsere Energieprobleme lösen könnte und das Ganze sogar auf einem umweltfreundlichen und auf einer umweltfreundlichen Basis. So, das Problem ist nämlich, dass ja, auch die Leute, die sagen, Bitcoin ist umweltschädlich, immer eine Brille aufhaben. Die sehen, Bitcoin ist ein großes Netzwerk. Bitcoin ist mehr oder weniger langsam. Und du hast eben einen Computer, einen Miner, der läuft und braucht Strom. Dadurch hast du eigentlich immer Strom, der verbraucht wird. Jetzt sagen die Leute, Bitcoin verbraucht Strom, es ist umweltschädlich. Man muss sich aber immer fragen, was für Nutzen steht dahinter. Und der interessante Nutzen ist nämlich, Leute, es gibt ja genug Leute, die das weltweit nutzen. Das heißt, die ganzen Leute, für die hat es wirklich einen wichtigen Grund, dass die das nutzen, sonst würden die das nicht machen. Die zahlen auch gerne die Gebühren dafür und deswegen funktioniert das Netzwerk. Und das Interessante jetzt an dieser ganzen Umweltschädlichkeit ist eben, wenn wir uns das Ganze mal wirtschaftlich anschauen. Also es kommt eben ein absolut interessanter Aspekt, der auch ein bisschen philosophisch ist, aber auch der Realität tatsächlich die nächsten Jahre entspricht. Es ist ja so, dass wir bei einem Mining, also wenn wir Bitcoin Mining betreiben, ist es so, wir brauchen eine Hardware, wir brauchen quasi eine Art Computer, die Berechnungen ausführt und wir brauchen Strom. So, im Fachjargon heißt es, wir haben Anschaffungskosten und wir haben laufende Fixkosten, also Stromkosten. Jetzt ist es eben so, dass wenn man so ein Projekt startet, dann will man ja Einnahmen haben, das heißt, man macht gewissen Gewinn.
Und dann ist es so, dass quasi sich das jetzt, diese, wenn du jetzt in Mining startest, da hast du am Anfang hohe Anschaffungskosten, geringe Stromkosten, aber auf Dauer hast du immer mehr Stromkosten, weil die eben dauerhaft abgebucht werden. Ne? Du hast einmal die Anschaffung, Stromkosten hast du dauerhaft. Deswegen hast du irgendwann ganz hohe Stromkosten. Früher oder später übersteigen die Stromkosten die Anschaffungskosten und die steigen einfach die ganze Zeit weiter. So, deswegen ist das einzige Sinnvolle für einen Miner, die Stromkosten eigentlich auf null zu senken. Und das ist nur durch eine einzige Möglichkeit machbar, und zwar durch erneuerbare Energien. Beispielsweise Windkraft, Solarkraft oder auch Wasserkraft. Wir haben hier immer erneuerbare Energien, die quasi umweltfreundlich Strom generieren. Und das Entscheidende ist nämlich jetzt nicht alle Miner einfach auf diese umweltfreundlichen Energien zu setzen, sondern das Entscheidende ist, die meisten Erzeuger von solchen erneuerbaren Energien haben meistens Stromspitzen. Also die haben dann zum Beispiel bei Solar im Hochsommer zu viel Strom. Deswegen gibt es ja auch diese Speicher, Stromspeicher. Das heißt, oder auch bei Wasserkraft, ne? Es gibt Länder, die viel Wasserkraft machen, die exportieren das Zehnfache ihres Energiebedarfs kostenlos. Ne? Die verschenken das einmal. Die haben so viel Strom, den sie herstellen, umweltfreundlich, weil vor Ort in dem jeweiligen Land du umweltfreundlich Strom in großem Stil herstellen kannst. Also ist das Interessante, dass diese Energie, die quasi nicht nutzbar gemacht wird, also die Energie, die quasi normalerweise in den Energiespeicher reinkommt, irgendwann ist der Energiespeicher voll und man erzeugt trotzdem mehr Energie, als das Netz verbraucht, dann hat man ja eine Überschussenergie. Und diese Überschussenergie, die wird einfach verbrannt. Das heißt, aktuell ist es so, dass wir überall, wo wir umweltfreundlich Energie herstellen, sobald wir Überschüsse haben, die werden einfach nicht gespeichert, die werden einfach ins Nichts gepulvert. Ne? Also die Abnehmer haben genug Energie, der Stromspeicher ist voll, also wird die Energie, die umweltfreundlich gerade generiert wird, ins Nichts gehauen. So, jetzt könnte man hergehen, dann Bitcoin-Miner hinstellen und eben Bitcoin damit minen. So ist es eben, dann ist es eben so, dass man quasi für die Energieerzeuger diese umweltfreundlichen Überschüsse, die man eigentlich nicht bezahlt bekommt, plötzlich bezahlbar macht. Das heißt, man kann daraus Geld erzeugen. Man kann quasi Überschüsse von erneuerbarer Energie, kann man in Mining investieren und macht damit Energie, die vorhanden ist auf der Welt, aber nicht genutzt wird, nutzbar. Und jetzt kommen wir zu einem viel interessanteren Faktor, ne? Das ist der sogenannte Nakamoto-Nullpunkt. Also das ist der Punkt, wenn Miner und Energieerzeuger fusionieren. Das ist etwas, wie gesagt, sehr philosophisches. Nakamoto-Nullpunkt, das wurde irgendwann mal vor ein paar Jahren von einem Bitcoin-Entwickler so bei einer Präsentation erklärt. Ich finde das Thema aber richtig cool, weil es eben wirklich so ist, dass du oft Energieerzeuger hast, Erneuerbare, die Energie quasi nicht speichern können. Wenn du da einen Bitcoin-Miner hinstellst, dann würde ja das Energieunternehmen mehr Gewinn plötzlich haben. Das heißt, es ist viel wirtschaftlicher, umweltfreundliche Energieerzeugung zu betreiben. Es ist viel wirtschaftlicher, eine Solaranlage irgendwo hinzustellen und es ist auch viel wirtschaftlicher, da wo viel Wasserkraft ist, plötzlich eine riesen Wasserkraftanlage zu bauen, auch wenn man den Strom nicht verbrauchen kann, weil Bitcoin quasi sich auf der ganzen Welt an den Ecken, da wo man diesen Überschuss hat, der umweltfreundlichen Energie ansiedelt. Das ist der sogenannte Nakamoto-Nullpunkt, wenn eben alle Energieerzeuger mit den Minern fusioniert sind. Das heißt, viele Bitcoiner sehen die nächsten, ich sage mal 20, 30 Jahre in der Zukunft, sehen sie, dass die größten Energieerzeuger, umweltfreundliche Energieerzeuger, früher oder später mit den großen Mining-Unternehmen fusionieren werden. Weil so haben die Mining-Unternehmen kostenlosen Strom und die Energieerzeuger haben plötzlich einen Gewinn, den sie vorher nicht nutzen konnten. Und dadurch hast du eine Win-Win-Situation. Und das Interessante ist eben, durch dieses Bitcoin-System, wenn wir quasi hingehen und die Miner früher oder später, weil die hohe Stromkosten haben, gehen dann auf umweltfreundliche Stromquellen zurück. Dann haben wir nämlich plötzlich Energie nutzbar gemacht, die vorher nicht nutzbar waren. Und wir können auch plötzlich umweltfreundlich Energie abbauen, da, wo es vorher nicht wirtschaftlich war. Oder wo es vielleicht nicht, also wenn wir irgendwo ganz viel Wasserkraft nutzen können, ne, und auf der anderen Seite der Welt wird der Strom gebraucht, dann kann man den da eben schlecht rüberschicken. Und trotzdem kannst du ihn aber nutzbar machen für das Bitcoin-Netzwerk, ne, und plötzlich wieder global. Und das ist, denke ich, ein entscheidender Faktor, den die Klimaaktivisten aktuell übersehen. Das heißt, also die Umweltfreundlichkeit von Bitcoin wird eigentlich immer stärker verbreitet, ne? Also Von weil die Tag zu Miner früher Tag, oder später, muss man ja ja, dazu mittlerweile schon sagen. Also die müssen irgendwann dahin.
wo Musk im Endeffekt damals das gesagt hat, da waren wir noch, glaube ich, bei 40% oder so, wo Bitcoin grün erzeugt wurden. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 53 oder 56%, was wirklich grüner Strom ist, also Solarkraft, Windkraft etc. pp., wo Bitcoin-Miner im Endeffekt betrieben werden. Also man sieht hier schon einen exorbitanten Anstieg, hat natürlich auch mit steigenden Stromkosten zu tun, aber man sieht auch mit wenig Anschaffung im Endeffekt, wie du sagst, durch Wasserkraft, auch Wind, Solar etc., kann man dann auch kostengünstig in anderen Ländern, ich glaube jetzt weniger in Deutschland, aber in anderen Ländern dann auch Bitcoin minen. Und es ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zukünftig, dass sowas auch grün ist. Man muss aber, das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach, der immer sehr unterschätzt wird, setz doch mal Bitcoin im Vergleich zum Bankenwesen gleich. Da macht kein Schwein einen Aufstand. Wie viel Strom verbrauchen Banken allein durch ihre ganzen Mega-Wolkenkratzer in Frankfurt zum Beispiel, ne? Oder an der ganzen Börse? Im Endeffekt alles, was damit zu tun hat, alle, was weiß ich, die ganzen Forex-Werte etc. pp., Banken an sich, der ganze Swift auch, Verkehr natürlich, erzeugt alles Energie, hinterfragt keiner. Und ich glaube nicht, dass wir da überhaupt an solche Raten von 56% wie bei Bitcoin überhaupt drankommen. Also für mich ist dieses Thema. Natürlich ist es ein wichtiges Thema, das darf man nicht ja, vernachlässigen. Es ist ein wichtiges Thema, dass das Grün und so alles betrieben wird, weil umso mehr, dann kriegen wir auch solche Leute im Endeffekt in den Bitcoin-Markt, die sich für Klimaschutz im Endeffekt stark machen. Ist ja auch nicht verkehrtes grundsätzlich, wenn man sich nicht gerade irgendwo an der Straße festklebt. Das ist natürlich wieder was anderes. Aber kleiner Spaß muss sein, also sorry. Aber ihr wisst natürlich, was ich meine. Wie gesagt, Bankenwesen interessiert es keinen. Bitcoin interessiert es immer mehr. Wichtig meiner Meinung nach auch für die Zukunft. Und ja, ich glaube, damit können wir im Endeffekt das Thema auch oder so beantwortet lassen, meiner Meinung nach. Ansonsten kommen wir jetzt schon zur letzten Frage, und zwar, wie speicherst du deine Bitcoin? Weil das ist ja auch immer so ein Thema. Ich sage immer, ey Leute, lasst Altcoins, Bitcoin, lasst das nicht auf den Börsen. Haut's auf eine Hardware-Wallet. Bist du da eher Fan so, eine Hardware-Wallet, mehrere Hardware-Wallets oder von mir aus auch auf einer Börse? Was ist deine Meinung dazu? Ja, also wer jetzt als Neuling in den Kryptomarkt reingeht und da erstmal kleine Summen, also für sich kleine Summen investiert, ich sage da immer roundabout unter 1000 Euro, dann reicht theoretisch sogar ein mobiles Wallet. Also ich richte das auch erstmal so für meine Freunde ein, die sagen, ey, kannst du mich mit dich unterstützen, richte ich den mobiles Wallet ein. Wichtig ist, dass man ein Wallet hat. Ne? Die meisten Leute, die gehen her, schauen, dass sie sich irgendwo auf einer Kryptobörse anmelden, schicken da irgendwie Geld hin, kaufen irgendwie Coins und dann haben sie sie. Aber die liegen dann einfach auf dieser Börse. So, wenn die Börse morgen nicht mehr existiert, dann sind halt auch deine Einlagen weg. Und das ist halt das, was eigentlich Bitcoin löst. Ne? Bitcoin löst dieses Vertrauen an eine Börse. Das heißt, wenn du Kryptowährung Bitcoin kaufst, dann kauf die auf einer Börse und schick sie auf dein eigenes auf dein eigenes Wallet. Unter 1000 Euro würde ich erstmal mobiles Wallet empfehlen. Du hast dann meistens 12 oder 24 Wörter, die du dir aufschreiben musst. Diese Wörter, die sind in dieser Reihenfolge Zugang, also geben dir Zugriff auf deine Vermögenswerte. Und das ist für den Anfang, denke ich, entscheidend. Wenn man jetzt schon über 1000 Euro geht, ja, warum habe ich da auch die 1000-Euro-Marke gewählt? Weil eben so ein spezialisierteres Wallet, das sogenannte Hardware-Wallet, das kostet eben auch ein bisschen was. Also 50 Euro gibt es, glaube ich, gar keine mehr. Früher haben die nur 60, 70 Euro gekostet. Selten, ja. Zwischenzeitlich, ja, jetzt kosten sie, glaube ich, so um die 100 Euro, manche 80, manche 130. Also da irgendwo in dem Bereich. Deswegen sage ich mindestens 1000 Euro. Also es bringt jetzt nichts, wenn du für 50 Euro Bitcoins kaufst und dann schickst du die auf ein Hardware-Wallet, das 100 Euro kostet. Ne? Also deswegen wirklich. Da ganz relaxed erstmal ein bisschen Portfolio aufbauen und genau und dann einfach auch irgendwann ein Hardware-Wallet kaufen, eben knapp ab 1000 Euro und dann die Kryptowährung auf das Hardware-Wallet ziehen. Da hat man auch wieder diese 24 Wörter, die man da ganz gut nutzen kann. Und mit diesen Wörtern, das ist eben ganz wichtig, ohne diese Wörter kommst du nicht mehr auf deine Vermögenswerte. Das heißt, diese Wörter darfst du nicht einmal ablegen, sondern mindestens dreimal eigentlich. Also ich sage immer dreimal an zwei unterschiedlichen Orten. Ne? Das heißt, vielleicht musst du bei der Oma in das Haus noch irgendwo eins reinlegen, vielleicht bei den Eltern und dann noch bei der in der eigenen Wohnung oder sowas, ne? Dass man das Ganze wirklich an unterschiedlichen Orten hat. Ich sag mindestens dreimal quasi einen Zettel ausfüllen, wo man das Ganze draufschreibt und diese drei Zettel nicht auf einen Ort legen, sondern an mindestens zwei Orte verteilen. Ne? Ja, Und das Sicherheit ist geht einfach die vor. Grundlage. Genau, das ist absolut wichtig. Also ich bin dann sogar so weit gegangen schon, also dass ich mir Metallkarten noch geholt habe. Das heißt, es sind solche
da kann man eben einstanzen, diese Wörter. Und damit hat man das Ganze sogar vor Brand oder auch Wasserschaden geschützt. Also, aber es ist eben extrem wichtig, wenn du dich dazu entscheidest, ey, du kaufst jetzt Bitcoin, dann auf jeden Fall die Bitcoin immer aufs eigene Wallet ausziehen. Anfang einfach Handy im Play Store gehen, in den App Store, da einfach mobiles Wallet suchen und dann gibt es Blue Wallet, da gibt es so viele verschiedene Wallets, da eins nehmen, das auch oft gedownloadet wird, weil das sich meistens bewährt hat. Und dann kannst du da einfach dir ein neues Wallet erstellen. Ja, da bist du dann durch die Schritte durchgeführt und am Ende hast du eine Einzahlungsadresse, die du dann bei der Börse angibst, ne? Und bei einer Hardware-Wallet ist das Ganze noch ein bisschen anders, aber eben auch gleiches Prinzip, genau. Und das ist absolut wichtig, immer seine Coins auszuzahlen. Deswegen gibt es auch Anbieter, wo du quasi Geld hinschickst und die schicken das dir direkt auf dein Hardware-Wallet. Das sind auch die Anbieter, die wir empfehlen, genau. Und bei den Hardware-Wallets, was gibt es da für Anbieter? Wir auf der Website haben wir bestimmt 10, 15 Erfahrungsberichte, die habe ich alle geschrieben. Da habe ich mir immer ein Hardware-Wallet von den Herstellern zusenden lassen und dann habe ich das Ganze reviewed. Und wir empfehlen tatsächlich die Bitbox. Das ist ein Schweizer Hardware-Wallet. Und es ist meiner Meinung nach, hat es einfach nochmal ein paar Vorteile gegenüber Ledger. Ledger ist eigentlich das am weitesten verbreitete Hardware-Wallet. Es ist eigentlich dadurch auch das Beste, weil es am weitesten verbreitet ist und das ist immer wichtig in der dezentralen Ökonomie. Es ist aber so, dass bei Ledger hatten wir vor 1, 2 Jahren hatten wir einen Datenschutzleck und es sind Daten wie Anschrift von Käufern veröffentlicht worden. Und ich meine, wenn du in Deutschland bist, dann hast du jetzt nicht so das Problem, aber wenn du irgendwo im Ausland bist, dann kann es schon sein, dass du da ein bisschen Probleme kriegst in ärmeren Ländern, wenn dann plötzlich da steht, Herr so und so mit der Adresse hat hier ein Hardware-Wallet vor 3 Jahren gekauft und der Bitcoin hat mal 10 gemacht seitdem. Dann Ja. könntest du da richtige Probleme bekommen. Deswegen, also Ledger hatte da dieses Datenleck, deswegen empfehlen wir als Firma Ledger nicht mehr weiter. Wir sagen aber auch immer, warum wir das nicht weiterempfehlen. Trotzdem ist es eigentlich das Wallet, wo am besten mit allen Kryptowährungen kompatibel ist. Wenn du aber wirklich dich nur auf Bitcoin only fokussieren möchtest oder eben sogar nur minimal ein paar einzelne große Altcoins, dann auf jeden Fall Bitbox ist absolute Empfehlung. Da hast du sogar auch einen deutschen Support eben aus der Schweiz. Genau. Ja, kann ich im Endeffekt nur zustimmen. Wenn es nochmal größere Summen sind, würde ich auch nicht alles auf einen Hardware-Wallet. Ich weiß nicht, ob du da auch so mir zustimmst, aber ich habe es dann lieber auf mehreren einfach im Endeffekt nochmal verteilt. Ist nochmal ein bisschen mehr Sicherheitsfaktor im Endeffekt, dass du nicht nur eins hast, aber das muss auch jeder selber wissen. Ja. Ja, absolut. Also ja, vielleicht dazu noch ganz Ja. kurz. Also ich habe es tatsächlich dann irgendwann so gemacht. Also ich habe sehr viele Hardware Wallets ausprobiert. Ich nutze tatsächlich, glaube ich, drei jetzt insgesamt. Und ich habe es dann wirklich irgendwann so gemacht. Es ist ja auch immer ein Risiko. Man sichert seine Vermögenswerte selbst ab. Das heißt, wenn du da einen Fehler machst, sind die weg. Ne? Und deswegen ist es so, wenn du vielleicht schon einen Zyklus dabei warst und irgendwie auch Profite gemacht hast, ne, und du hast plötzlich nicht mehr 1000 Euro, sondern 10.000 Euro da liegen und es ist schon sehr viel Geld dann vielleicht für dich, dann ist es so, dass es vielleicht sinnvoller wäre, nicht weitere Bitcoins auf dem Wallet zu speichern, sondern wirklich auf ein anderes. Ne? Und so mache ich es auch. Also ich habe wirklich jeden Zyklus, hole ich mir ein neues Wallet. Das liegt aber auch mitunter daran, dass ich einfach neue Technologien ausprobieren möchte, auch wegen der Firma, dass ich da auf dem neuesten Stand bleibe. Ansonsten würde theoretisch ein Wallet absolut ausreichen, aber wenn es wirklich große Beträge sind, wo man sich denkt, puh, das ist jetzt schon ein bisschen viel, dann auf jeden Fall ein zweites Hardware-Wallet anfangen. Das dämpft einfach noch ein bisschen das Gewissen sozusagen, ne? Ja. Dass man nicht alles auf einmal verliert, sondern wenn man wirklich einen Fehler gemacht hat in irgendeiner Form oder doch nicht oder alle drei Ablagen kaputt gegangen sind, dann hat man wenigstens noch Zugriff auf die andere Hälfte. Ne? Genau. Das muss man aber Richtig. für sich entscheiden, ne? Und für den Anfang absolut nicht notwendig. Also das ist wirklich Nee, klar frühestens nicht. nach einem 4-Jahres-Zyklus, aber wenn du dann wirklich länger als 4 Jahre hältst und wirst ja dann schon ein bisschen länger im Markt sein, dann wirst du auch sehen, dass es irgendwann mal hochgeht und dann wird man selbst auch unruhig. Also dann muss man für sich das auch selbst entscheiden einfach, ne? Ja. Ganz klar. Top. Dann sind wir jetzt zum Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Die Folge ist sogar noch mal länger geworden, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ey, obwohl wir jetzt nicht die größten Fragen hatten eigentlich, aber gut. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Jonas. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich hoffe auch den Leuten da draußen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, wenn ihr noch mehr über Bitcoin wissen wollt, noch mehr über Krypto, schaut bei Kryptoguru vorbei. Wie gesagt, es gibt mittlerweile das Mentoring vom Jonas, wo ihr im Endeffekt den kompletten Fokus auf Bitcoin kriegt. Also danach seid ihr absolute Maxis. Nee, Spaß, aber ihr
wisst einfach komplett, was Bitcoin ist, was Krypto ist. Wenn ihr da vorher Fragen habt, schreibt im Endeffekt den Jonas auch gerne auf Telegram oder über Instagram, einfach bei Kryptoguru. Wenn ihr Fragen habt dazu, kann ich euch einfach nur empfehlen. Schaut auf der Kryptoguru-Website vorbei. Ich glaube, mehr kann ich einfach nicht anbieten im Endeffekt. Ich glaube, auf allen Social-Media-Kanälen einfach anschreiben, hey Jonas, ich möchte noch mehr über Bitcoin wissen. Dann kriegt ihr auch eine Antwort, auch von den anderen Zweien. Oder ansonsten einfach an mich wenden und ich leite es dann gerne weiter. Ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Wenn du noch gerne was hast, darfst du damit die Runde beenden und ich verabschiede mich schon mal und sage allen schon mal ein schönes Wochenende, weil die Folge an einem Freitag rauskommt. Und ja, Like da lassen, gerne auch abonnieren und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und die letzte Ding geht wie immer an den Gast. Ja, erstmal danke auch, dass ich hier nochmal eingeladen wurde und mir jetzt auch sehr viel Spaß gemacht. Ich meine, wir unterhalten uns ja so auch oft über Bitcoin und Krypto, aber es ist noch was anderes, da wirklich inhaltlich alles durchzukauen und nacheinander mal zu erklären. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was dann für Feedback kommt, vielleicht von den Leuten. Ne, es war jetzt wirklich only Bitcoin und wirklich sehr stark Bitcoin-maximalistisch orientiert. Trotzdem bin ich da aufs Feedback gespannt. Vielleicht könnten wir ja auch irgendwann nochmal eine aufnehmen zum Thema Geschichte von Bitcoin, was da eben auch davor Gerne. passiert ist, weil da ja wirklich, ja, ich denke mal, die meisten einfach nicht drin sind, weil die meisten eben erst in diesen Altcoin-Boom in den Markt gekommen sind und da auch ein bisschen von geblendet sind. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auf jeden Fall mal aufs Feedback gespannt. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass das den Zuhörern und dir als Zuhörer auch einen Mehrwert mitgegeben hat. Genau. Perfekt. Und Gutes auch Schlusswort. schönes Wochenende von mir. Genau. Perfektes Schlusswort und damit schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.